umgeben von so starken Menschen. All die Liebe gibt mir neue Kraft. Und wenn ich weinen muss, dann Tränen nur vor Glück. Diese Lebensreise wird mein Meisterstück. Ich lebe den Traum so lange ich kann, so lange ich hier beim Schlagerboom 2021. Schön, dass du bei uns bist, Hartwig. Ich freue mich sehr. Tobi, danke für die Einladung. Du glitzerst. Mein Gott, das ist toll. Ich meine, es ist ja ein Heimspiel heute für dich. Du bist ja hier in der Nähe geboren. Ja, 20 Kilometer von hier, Recklinghausen. Da kannst du mit dem Fahrrad hinfahren. Das ist nicht weit. Und kommst du immer wieder gerne nach Hause, Hartwig? Ja, natürlich. In der Westfalenhalle geht mir auch das Herz auf. Hier habe ich mit 14 Jahren meine erste Bravo-Show gesehen mit den Bay City Rollers, mit Amanda Lear und wer noch? Smokey waren auch. Alle waren wieder. Ja. Ich muss gerade deshalb so lachen, weil genau bei dir hier im Lied ist zum Glitzer. Ich merke es auch gerade, deine rechte Gesichtshälfte ist weg. Ja, du musst einmal zumachen, dass ich das rauskriege. Moment, da ist so ein Putzel. Nicht so reinfriemeln. Aber jetzt habe ich es. Ja, ich habe es gefunden. Ich habe Harpe Kerkeling befreit vom Glitzer. Danke. Sag mal, wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass du nach deinem Katzenbuch
ein Album aufgenommen hast. Ja, nach Foto vom Tisch dachte ich, ich habe irgendwie mal wieder Lust zu singen. Und ich habe übrigens auch ein Video. Vor 20 Jahren bin ich den Jakobsweg gelaufen. Vor 15 Jahren kam das Buch raus. Und insofern dachte ich mir, jetzt ist es auch mal wieder Zeit für Musik. Und habe meine Lieblingslieder aus den Niederlanden mir ausgesucht und darauf wurden schöne deutsche Texte gemacht und tolle Arrangements. Ja, es macht total Spaß, dir beim Singen wieder zuzuhören. Wir erleben dich wieder. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sind natürlich neugierig. Ja? Als sie erfahren haben, dass du kommst, haben sie viele Fragen zugeschickt. Darf ich dir mal ein paar stellvertretend weiterleiten? Mach mal, bitte. Welcher war der ungewöhnlichste Ort, an dem du mal erkannt worden bist? Das war ein Treffen von Eritreern in Florenz. Aha. Und da stand ich in der Mitte und diese Eritreer sprachen kein Deutsch, sprachen aber Englisch. Und dann zeigte einer auf mich und sagte, look, this is Boris Becker. Und alle glaubten, ich wäre Boris Becker. Ich habe mich dann sehr geahlt und besuhlt im Ruhm von Boris. Entschuldige. Auch schön, Arthur. Sehen wir dich jetzt wieder öfters im Fernsehen, fragte jemand. Ab dem 21. November. Geht es los mit einer neuen Reihe, Harpe und die sieben Zwergstaaten. Das läuft dann erstmal schön 7 Wochen lang. Dann gibt es eine Spielserie bei einem Konkurrenzsender, der hier nicht genannt werden möchte, aber vielleicht können Sie ahnen, welcher Sender es ist. Ich kenne ihn ganz gut. So, was kommt denn hier noch? Womit bringt man dich auf die Palme? Ich bin guter Esser, ich bin ein guter Futterverwerter. Wir haben in der Regel starke Nerven und insofern so schnell geht das dann. Eine Minute. Singst du gerne mit deinen Katzen? Nein, ich singe nicht gerne. Ich glaube, die hören das auch nicht so gerne, wenn ich singe. Also schon, wenn ich eine Platte auflege, aber wenn ich live singe ohne Musik. Aber wir würden uns freuen, wenn du nochmal für uns singst. Immer wieder gerne, Florian. Was hast du denn noch mitgebracht, Harpe? Der Weg nach Haus. Das ist so ein bisschen, ja, ich habe mich einfach mal getraut, ein Selbstfindungslied zu singen. Und da geht es darum, wie man den Weg zu sich selber findet und das ist meine Version davon, der Weg nach Hause. Aber was könnte besser passen? Du bist heute hier nach Hause du gekommen, hast du recht, ja. Ins Ruhrgebiet, ja. Der Weg nach Hause, Harpe